Also, herzlich willkommen zum neuen Stream bei Chaotic Stream und hier sind wir bei Let's Play The Sinking City. Die letzten Male haben wir aufgehört bei den drei Leichen, die wir finden müssen. Und ja, ich habe mal nachgeschaut, wo die letzte Leiche sein soll. Die letzte Leiche ist hier. Sie war direkt vor unseren Augen, am Steg. Schwer zu übersehen. Den Phil, ja, der Phil, das ist, ja, wie beschreibe ich den Phil? Der Phil ist ein Freund von mir und von der Verena. Das waren keine gewöhnlichen Grabräuber. Hier ist gleich ein Zettel. Seite eines Buches. Bei der Exhumierung eines Magiers müssen Sie sich schützen. Nutzen Sie die folgenden Symbole und Beschwörungsformen, um den Geist des Magiers in einen tiefen astralen Schlaf zu versetzen. Unten auf der Seite befindet sich ein Bibliotheksstempel. Eigentum der Bibliothek Oakmont unter Verschluss. Europäische Literatur, 19. Jahrhundert, Seite 145. Geht schon gut los. Ja, der Phil schreibt gerade. Ja, ich bin zu Besuch bei Liquid. Genau. Wir waren alle drei zusammen. Apropos, ich habe heute einen Genesenbrief bekommen. Allerdings nur noch wenige zeitgültig. So, haben wir jetzt hier alles abgesucht? Da steht noch was drauf. Unbekannt. So, also das heißt, da war jetzt ein Stempel von der Bibliothek. Das heißt, wir müssen zur Bibliothek. Wer hätte das gedacht? Aber bevor wir das machen, möchte ich mir nochmal das andere Grab anschauen. Nur nochmal Licht. Wo das Monster im Sarg drin war oder verschleppt wurde von einem Monster, weil ich habe gelesen, da soll man mit der Detektivsicht dran gehen und sich führen lassen zur Leiche. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay, ich sehe aber hier nichts. Kann auch sein, dass ich hier nichts mehr sehe, weil wir die Leiche ja schon gefunden haben. Gut, es war ein Versuch wert. Der Sarg war kaum mit Erde bedeckt. Besonders viel Mühe hat sich der Totengräber nicht gegeben. Da hinten flattert was. Oder ist das nur die komische Sicht? Nee. Okay, wir haben es versucht. Dann hoffen wir mal, das zählt einfach, dass wir die Leiche gefunden haben. Liquid? Liquid ist Liquid. Ja, Phil schreibt gerade über Liquid. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. So, dann müssen wir zur Bibliothek. Schön, dass mein Boot wieder gerade steht. Zur Bibliothek. Ja, wir fahren zu dem Stellreisepunkt. Oh nein, bitte nicht festkommen. Bitte nicht. Ich schon wieder. Schon, mach dich los. Dieses Boot ist so schlecht und so schwer zu lenken. Es stört mich richtig. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und schreien muss ich auch mal über dem Boot. Weil es so laut ist. So, zum Schnellreisepunkt und dann zur Bibliothek. Und dann schauen wir mal nach, was. Was die Bibliothek uns zu sagen hat. Da ist, ja. Welcher Brief? Das ist der Brief, den man sich selber schreibt und ein Jahr später liest. Was genau meinst du? Du findest es witzig, dass ich mich mit dem Boot festfahre? Ich finde es nicht witzig. Überhaupt nicht. Das verstört mich. Haben Sie ein Problem? Wo ist denn jetzt die Bibliothek? Die müsste hier links sein. Ja. Da ist auch die gute Joy. Meine Lieblingsperson in diesem Spiel. Da haben wir auch noch ein Rätsel, theoretisch, was wir lösen könnten.
Die steht im Boden. Ist das Joy? Nee, das ist eine andere. So. Das geschändete Grab. Da, hier, das hier. Unten auf der Seite befindet sich der Stempel. Eigentum der Bibliothek unter Verschluss. Das ist das hier, die Rubrik. Dann haben wir europäische Literatur. Na. Und das letzte ist das 19. Jahrhundert. Bingo. Geheimnisse des Todes. Autor Pierre de la Londe. Unter Verschluss europäische Literatur 19. Jahrhundert. Verlag unbekannt. Letzter Leser Fabian Coswig Co. Offizielle Adresse Providence Avenue zwischen St. Elmo Lane und der Victory Lane im östlichen Teil des Bezirks Coverside. Das ist der nächste Punkt, wo wir Haben Sie ein hingehen sollen. Problem? Entschuldigung, ich bin ja schon still. Coverside ist hier. Die Elmo Lane. Wo ist die Elmo Lane? Elmo. Wo ist der Elmo? Elmo. Ist das nicht eine Figur aus irgendeiner Serie? Ist das nicht die Sesamstraße oder sowas? Ist der nicht auch so? Elmo, Elmo. Elmo Lane und Providence Avenue zwischen. Also das heißt, müsste hier sein. In der Nähe vom Krankenhaus. Ach so. Nee. Ja, so in der Art. Nee, das ist, da geht es ja um das böse Virus. Und die Bestätigung, dass ich das hatte. Und das ist so ein Zettel, den man dann vorzeigen kann. Dass man privilegiert ist. Oder mutiert, könnte man auch eher sagen, dass man ein Mutant ist. So, ein Brief ist das. Aber der hält ja nur, also hat ja nur 6 Monate Gültigkeit. Von daher, das ist ja schon bald wieder um für mich. So. Das heißt hier lang. Das sind so Outfits, die würde ich auch immer auf der Straße tragen, wie der Typ hier. Einfach so ein Sack über den Schädel und oberkörperfrei. Das ist so das typische Stadtoutfit, finde ich. Nein, ich versuche jetzt nicht witzig zu sein, keine Angst. Ich weiß, das versteht eh keiner. So, wieder Boot fahren. Zum zweiten Mal gelöscht. Wahrscheinlich darf man so böse Sachen nicht schreiben und wahrscheinlich auch nicht sagen. Das ist bestimmt Ärger. Nur da leuchtet was. Also es könnte sein, dass hier schon der richtige Ort ist. Ich hoffe, es kommt jetzt hier nichts an. Ich lade mal alle Waffen gerade durch. Sicher ist sicher, weil ich kenne doch meine Gebäude. Hier in dem Spiel langsam. Haben wir alles durchgeladen? Das Gewehr ist durchgeladen. Oh Mann, ich hab Bammel. Ich bin schon mal im richtigen Gebäude. Ist das nicht das von dem Ku Klux Klan sogar? Das sieht schon wieder so ähnlich aus. Hing hier nicht jemand? Ey. Diese Gebäude, ne? Unheimlich schön. Kuschelig. Trocken. Ja, es tut mir leid, ich habe heute mal wieder einen Clown gefrühstückt. Gekuschelt.
Ja, die letzten Folgen ging es ja um Monsterkuscheln. So habe ich auch direkt eine Folge genannt. Das Kuschelmonster. Da steht jemand. Hallo? Wow! Man denkt ja nicht, dass so Leute einfach einen angreifen wollen. Ne? Damit rechnet man wirklich nicht. Ich bin einfach. Ich weiß nicht, ich dachte, ich rede jetzt mal mit denen. Mann, es ist jedes Mal das Gleiche. Ach, wie das stinkt. Ich frage mich, warum der Gestank noch keine Monster angelockt hat. Ja, es kommen keine. Okay, das wäre jetzt so der richtige Moment gewesen. Ein Brief. Fettverschmierter Brief. Anbei eine Karte des Friedhofs mit den Gräbern, die mich interessieren. Seien Sie vorsichtig. Niemand sollte Sie dabei sehen, wie Sie Leichen ausgraben. Es gibt da ein namenloses Grab. Lassen Sie bitte vor allem bei diesem Grab Vorsicht walten. Ich empfehle Ihnen, das Buch Geheimnisse des Todes zu lesen, bevor Sie den Sarg anrühren. Drittes Kapitel. Seite 145, JH. Und hier hätten wir unseren vermissten Toten. Dann haben wir alle, oder? Alle Schlüsselhinweise gefunden. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier nochmal irgendwie alle Hinweise gefunden. Okay. Ob ich hier noch. Hier ist noch was drin. Wie im echten Leben. Ich glaube nicht, dass die hier wohnen. Nabi sagt gerade, greifen die Leute einen einfach an, wenn man ihr Haus betritt. Also ich glaube nicht, dass die hier gewohnt haben. Aber wenn man natürlich dubiose Sachen macht, dann wundert es mich nicht. So, ja, dann können wir wieder zurück, ne? Wenn keine Monster kommen. Wenn keine Monster kommen. Okay, es kommen keine. Ich rechne hier inzwischen mit allem. So. Ja, direkt wieder zurück. Ist immer noch cool, dass das Boot einen Rückwärtsgang hat. Guck mal, da wartet einer auf uns. Wollen wir den mal winken? Ich glaube, das war der Kuchen heute, der mich so lustig gemacht hat. Ich weiß es nicht. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Das müssten wir ja alles haben. Jetzt ist die Beleuchtung wieder ziemlich krass, gell? Eben war ist von draußen noch so hell. Und jetzt geht's eigentlich gerade wieder. Ich mag das nicht so, wenn das Licht mir so ins Gesicht scheint, aber ich dachte mir, bevor ihr mein Gesicht gar nicht seht. Ich meine, ein bisschen Grusel muss ja hier dabei sein, oder? Da muss ich wenigstens mein Gesicht zeigen, wenn das Spiel schon nicht gruselig ist. Nein. Ich würde ja sagen, ich höre einfach auf zu reden, aber das wäre dann total langweilig. Ich habe die drei Leichen gefunden und aufgeschrieben, wo Sie sie finden. Allen Angels sei Dank, guter Mann. Sie haben mir wirklich aus der Patsche geholfen. Ja, das haben Sie. Hier, für Sie. Außerdem reserviere ich Ihnen einen guten Platz auf dem Friedhof. Mit Blick aufs Meer, ruhigen Nachbarn, wie es einem Gentleman gebührt. Na danke. Ruhige Nachbarn? Gibt es denn auch Laute? Durchaus, Sir, durchaus. Viele Leute lassen sich lieber verbrennen, als das Risiko einzugehen, an einem ungünstigen Platz begraben zu werden. Das ist nett von Ihnen. Mutti sagte immer, man solle andere so behandeln, wie sie einen selbst behandelt haben. Danke, guter Mann. Wiedersehen. Ich dachte, der Spruch geht anders.
Ich kann nicht mehr tragen. Was? Mann der Wissenschaft. Oh, ich habe eine neue Kleidung bekommen. Sollten wir uns umziehen? Von 2006, da kamen Erinnerungen hoch. Ich hoffe doch gute. Ja, ich habe ein paar schöne alte Fotos noch hochgeladen. So, ja, wie sieht's aus? Wir haben das jetzt erledigt. Soll ich mich umziehen gehen, das, was wir da bekommen haben? Oder wollen wir noch Nebenmissionen machen? Was wollt ihr? Worauf habt ihr Bock? Ich bin da. Ich würde mich da euch fügen, worauf ihr Bock habt. Ich muss sparsamer mit der Munition umgehen. Haben wir noch einen Wissenspunkt? Haben wir nicht. Ja. Umziehen, sagt Liquid. Umziehen. Ja gut, dann solange keiner was anderes sagt, ziehen wir uns nochmal um. Da müssen wir dann... Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also wieder zum Schnellreisepunkt. Nicht festfahren, nicht festfahren. Oh je, jetzt werden die Erinnerungen ausgepackt. Ja, da kannst du dich mit hier mit den anderen beiden Damen drüber unterhalten. Die kennen die Person auch. Phil ist an der Tastatur. Okay. Dann eben nur mit Nadel. Ja, das waren noch Zeiten damals. Da konnte man auch rausgehen und Leuten gegenüberstehen ohne Maske. So lange ist es her. Nee, das war schon schön früher, was man da so für Blödsinn machen konnte. Hills Have Ice haben wir gesehen. Nee, ich weiß, dass wir irgend so einen animierten Film im Kino gesehen haben und hinten im Kino geraucht haben. Das weiß ich noch. Es war irgendein animierter Film. Irgendein lustiger. Nur um mal was ganz Böses von mir zu erzählen. Das bringt mich so raus, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin will. Da, ins Hotel. Durch die Hecke. Nein, nein, nein. Das war irgendwas mit einem... Was hat er denn da gesagt? Ich weiß, dass der eine Junge oder das eine Kind immer gesagt hat, reden wir von mir? Oder irgendwie sowas war da immer. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon so lange her. So, was war das Mann der Wissenschaft? Grau. Na gut, ziehen wir es mal an, oder? Oder wollt ihr was anderes sehen? Wir hatten sonst fast alles an. Das hier ist das, womit wir angefangen haben. Das ist das Ganze ohne Rucksack. Den hatten wir zwischendurch mal an, das weiß ich. Den hatten wir den an eine Weile lang? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben uns dann ganz schnell wieder umgezogen. Den hatten wir eine Weile lang an. Den hatten wir jetzt eben an. Den Fischer, da habt ihr euch alle gegen gesträubt. Da habe ich dann den König angezogen. Und dann haben wir noch den Vishivankar. Habe ich das richtig ausgesprochen? Der Biene. Mit den Ballons. Oben. Ja, ich kann. Oben. Es kann sein, dass es oben war oder so. Irgendwie sowas. Ja, es kommt schon hin. So, jetzt haben wir uns umgezogen. Ist das okay? So wie ich. Ich trage eine Brille. Sehr gelehrt. Das sieht ja fast ordentlich aus jetzt. Ja, wie machen wir weiter? Machen wir Nebenmissionen? Oder machen wir weiter mit der Hauptmission? Wo ich auch nicht weiß, wie es weitergeht eigentlich. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Nee, B-Movie war es nicht. Ah, ich weiß, was er gesagt hat. Von wem reden wir hier? Von wem reden wir hier? Hat er immer gesagt. Nebenmissionen. Navi sagt Nebenmissionen. Okay. Von wem reden wir hier? Immer so mitten im Gespräch. Von wem reden wir hier? Und damit das Gespräch unterbrochen. So, was wollen wir denn machen? Wir haben hier so einzelne Briefe, die wir theoretisch ablaufen könnten. Da steht immer so ein bisschen so ein klein wenig Beschreibung dabei. Das könnten wir machen. Spiegelreich. Herbert Glovers Tod interessiert Robert Throckmorton nicht so sehr wie die Tatsache, dass er. Ach, das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel mit der Frau, die wir eine Weile lang verfolgt hatten und dann haben wir die Spur verloren. Zuletzt. Zuletzt waren wir in der Irrenanstalt, deswegen. In der komischen. Und die haben gesagt, dass die Frau einfach abgehauen ist. Und da wusste ich schon nicht mehr weiter. Das weiß ich noch. Dann haben wir hier Bücherwürmer. Da, für den sollen wir Bücher finden. Da dachte ich, da habe ich gehofft, ich finde die unterwegs irgendwie mal. Ach, hier haben wir Adressen. Guck mal hier, wir könnten die Adressen abgehen. Das könnten wir machen. Schweigen ist Gold, ist das mit der Joy, mit der komischen Hexe, die ihren Hund oder ihre Katze oder sowas verstümmelt hat oder so. Dann haben wir hier die Feldstudien. Feldstudien, das war. Ach genau, das sind die Aufträge für den Arzt. Da hatten wir schon den ersten Schwung letztens gemacht. Und jetzt haben wir nochmal zwei Aufträge von ihm bekommen und die sind jetzt wohl etwas komplizierter, etwas schwerer, hat er gesagt. Zumindest der eine. Und alles, was glitzert. Das weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Aber das sieht mir auch nach so mehreren kleinen Nebendingern aus, die man ablaufen kann. Ermitteln Sie. Ach, das ist das, was wir in dem einen. Ich glaube, bei der Zeitung haben wir so ein paar Ausschnitte gefunden und so. Was wollt ihr machen? Soll ich alles machen? Oder von oben runter? Wollt ihr was zuerst sehen? Wie ihr möchtet. Sagt mir, was ihr möchtet. Heute machen wir mal eine Zuschauerfolge, sozusagen. Denkt dran, der Stream geht wieder heute bis 10 Uhr. 7 Minuten ist die Folge zu Ende. Alles, sagt Navi. Navi will mich quälen. Okay. Wir fangen einfach mal von oben an. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir hätten gern alles. Du bist nur halb dabei, das ist okay, Knattertante. Was glitzert zuerst? Aber alles. Was glitzert zuerst? Okay, dann machen wir das. Ich habe einen weiteren Anhaltspunkt. Aber vergessen Sie nicht, Gummistiefel anzuziehen. Ableton Street zwischen der C. Smith Avenue und der Powderhouse Street im nördlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Okay, da gehen wir einfach mal hin. Wir markieren uns das mal auf der Karte. Salvation Harbor. Das ist eine Straße, die habe ich noch nicht so oft gehört. Aber C. Smith schon. Die ist hier. Und das ist die andere. Zwischen Smith und Powder. Zwischen Smith und. Wo ist denn Powder? Smith? Wo ist die andere? Ach, die ist hier. Okay, dann ist das. Hä? Ach so, ja, doch, das müsste hier sein. Ja, das ist wieder so dumme Ecke. Da könnte man fast einfach mit dem Boot direkt hinfahren. Machen wir auch. Nur um euch zu ärgern, fahre ich die ganze Strecke mit dem Boot. Genau.
Schade, dass Basti nicht dabei ist heute. Letzten Male war der Basti immer dabei. Den habe ich die letzten Tage versetzt wegen schlechtem Wetter. Der wollte eigentlich mit dem Motorrad fahren. Aber das Wetter war nicht so schön. Und da habe ich gesagt, es passt nicht so. Und ich war ja auch bei Liquid, also von daher. Versteht ihr mich wieder nicht? Ja, nur für euch. Der wollte mich eben schon wieder umfahren. Da. Ich hab's genau gesehen. Der verfolgt mich. Die sind auch so radikal hier und es gibt hier keine Vorfahrtsregeln. Und der Mantel hängt im Wasser. Na toll. Das ist mir auch mal passiert. Ich hatte meinen schwarzen Matrix-Mantel an, den ewig lang. Bin ins Auto eingestiegen und habe nicht darauf geachtet, wo der blöde Mantel ist. Und was war? Der hing in der Tür und draußen hat es geregnet. Und was war? Der Mantel war unten nass. Wer hätte das gedacht, ne? Ist mir nur einmal passiert. Aber das ist halt immer mit diesen ewig langen Mänteln. So, das müsste jetzt hier irgendwo sein. Hier ist ein Eingang. Gehen wir da mal hin. Und hoffen mal, dass es das Richtige ist. Ich höre direkt einen Monster und ich sehe auch eins. Boah, das sind mehrere. Ja, komm her. Ah, verdammt, die Waffe ist leer. Ich höre hier noch mehr Monster, ne? Das ist oben ein großes. Es ist oben ein großes. Ich habe doch kaum noch Munition. Verflucht, verflucht, verflucht. Ja, aber ich kann nicht mehr tragen, oder was? Fuck, ich bin daneben geworfen. Ah! Mist! Ich kann nicht so hoch zielen, ne? Oh Mann! Der geht mir auf den Senkel. Der blöde Tisch hier, der im Weg ist. Warte mal, warte mal. Ich kann auf den Tisch, ja. Theoretisch. Wow, er macht mir aber trotzdem Schaden, ne? Wow, er hat mich, nein! Der kommt an mich ran. So viel dazu. Ah, da habe ich mich schon zu viel getraut. Ja, man darf halt auch nicht ängstlich sein. Aber die Folge ist zu Ende. Wir haben gar nicht viel geschafft, ne? Egal. Wir haben doch Zeit. Also, die Folge ist zu Ende. Ihr bleibt auf Twitch dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffe ich doch. Bis dann. Ciao, ciao.